Ich möchte euch heute Exovision vorstellen. Mein Name ist Thomas Kutschera und ich will damit anfangen, was eigentlich unsere Motivation dahinter ist, also welches Problem wir sehen, das wir lösen wollen. Und ich glaube, das kennt ihr alle, sei es privat, vielleicht auch im beruflichen Umfeld. Und das ist, dass der Kapitalmarkt immer komplexer wird. Auf dem Bankkonto gibt es keine Zinsen mehr. Das heißt, man ist früher oder später mit den Finanzmärkten beschäftigt, vor allem natürlich mit dem Aktienmarkt konfrontiert. Und wo es vielleicht früher noch so war, dass es ausgereicht hat, sich Bilanzzahlen anzuschauen, zu wissen, was die aktuellen Bilanzschätzungen sind, ist es heute viel komplexer. Also man hat es Anfang des Jahres zum Beispiel gesehen, an diesem extremen Beispiel in Reddit mit GameStop und AMC, was zum Beispiel die sozialen Medien von Einfluss haben können. Und das ist nur eine Datenquelle. Das heißt, als Investor müsste man eigentlich konstant alle Datenquellen im Blick haben, nicht nur im Blick haben, sondern auch noch auswerten. In kurzer Zeit ist als Mensch natürlich nicht möglich. Heißt, man trifft seine Entscheidung immer auf einer kleineren Gruppe, einer Teilmenge der Informationen, die eigentlich zur Verfügung stehen würden. Wir haben uns gedacht, das muss besser gehen und haben dann eine Lösung gefunden. Und zwar ist die Lösung in der Technologie, konkret dem maschinellen Lernen. Das heißt, wir benutzen Werkzeuge der künstlichen Intelligenz, um ganz verschiedene Datenquellen auszuwerten. Also was ich damit meine ist, wir schauen uns an, was sind Aktienkurse, was sind die gehandelten Volumina, auch Bilanzzahlen, also ganz traditionelle Datenquellen, aber eben auch die sogenannten alternativen Daten. Also zum Beispiel, wer schreibt was auf Twitter oder auf Reddit oder anderen sozialen Medien? Wie ist das Sentiment gerade in der Nachrichtenlage? All das sind Datenquellen, wo Informationen enthalten sind. Entsprechend müssen die auch alle ausgewertet werden. Und das kann man eben mit KI besonders gut. Man kann dann besonders gut verschiedene Datenarten in kürzester Zeit auswerten, Muster erkennen und eben in die Entscheidungsfindung reinfließen lassen. Jetzt denken sich vielleicht ein paar, okay, aber quantitatives Investieren, das gibt es ja schon lange. Ist auch richtig. Der wesentliche Unterschied zwischen den klassischen quantitativen Modellen und dem maschinellen Lernen ist, dass man keine Regeln mehr braucht. Man muss eben nicht sagen, meine Hypothese ist, dass ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 gut ist und von 30 schlecht. Sondern es ist genau andersrum. Ich muss meinem Modell nur die Daten geben und festlegen, was ich erreichen möchte. Also zum Beispiel, ich möchte meine Rendite erhöhen, ich möchte mein Risiko reduzieren, eine Mischung daraus. Das ist meine Zielstellung. Und jetzt findet das Machine Learning Modell die passenden Regeln dazu. Also auf was muss ich achten, damit ich dieses Ergebnis erreichen kann? Und diese Regeln, die können sich durchaus ändern im Laufe der Zeit. Und das tun sie auch. Das heißt, Machine Learning Modelle sind dynamisch, die lernen dazu. Entsprechend ist unsere Firmenphilosophie, wenn man so möchte, auf diese drei Säulen konzentriert. Also zum einen, es gibt viele verfügbare Daten und damit viele verfügbare Informationen. Die möchte man jetzt möglichst effektiv auswerten. Das geht unserer Meinung nach am besten mit maschinellem Lernen. Auch da gibt es natürlich verschiedenste Algorithmen, alle mit ihren Vor- und Nachteilen. Also entsprechend muss man die kombinieren. Aber das ist unserer Meinung nach das beste Werkzeug dafür. Und drittens, um das in der Praxis auch wirklich umsetzen zu können, braucht man Rechenleistung, skalierbare Rechenleistung. Und die bekommen wir eben durch das Cloud Computing. So, was kommt jetzt ganz konkret raus? Was für Produkte können wir anbieten mit dieser tollen Technologie? Und das sind drei Produkte, die wir am Markt haben oder kurz davor sind zu launchen. Und einmal ist das, was wir Signal as a Service nennen. Das heißt, wir bauen Machine Learning Modelle, die werten einen Markt aus. Und jetzt können wir tatsächlich das finale Handelssignal professionellen Investoren, also Banken, Vermögensverwalter und so weiter, zur Verfügung stellen. Die wiederum können dieses Signal nutzen, um ihre bestehenden Strategien zu erweitern, eine neue Strategie darauf aufzubauen, ohne weitere Investitionen in Technologie tätigen zu müssen. Das ist besonders spannend für vielleicht kleinere Häuser, die noch keine eigenen Teams haben, die noch nicht diese Machine Learning Expertise in-house haben, aber trotzdem erkannt haben, das ist eine sinnvolle Technologie. Ich möchte das einsetzen in meinem Haus. Da bieten wir eben die Starthilfe, die Unterstützung, indem wir fertige Modelle liefern können oder eben auch Tailor-Made-Modelle bauen, speziell auf die Kundenbedürfnisse angepasst. Die gleiche Technologie, und das ist dieser Punkt 2, bieten wir auch in unserem Investmentfonds an, den wir Anfang nächsten Jahres auflegen werden. Das ist ein Publikumsfonds. Das heißt, der ist dann auch tatsächlich für alle verfügbar. Ja, da können sowohl professionelle als auch private Investoren investieren. Man muss sich nicht mehr um nichts weiter kümmern.
vielleicht in amerikanische Aktien investieren, long und short. Das heißt, man ist auch gar nicht so sehr vom allgemeinen Markt abhängig. Und ich werde eben alle Informationen systematisch ausgewertet von unseren Machine Learning Modellen. Das dritte Produkt seit ein paar Tagen handelbar an der Börse Stuttgart, auch sehr spannend, unter unserer separaten Marke Jolly Ledger. Um das so ein bisschen vom traditionellen Finanzmarkt abzutrennen, ist ein Kryptozertifikat. Es ist aber nicht rein investieren in Kryptowährungen, sondern es geht darum, die hohen Finanzierungskosten auszunutzen. Super spannend und Blockchain natürlich als Fintech für uns auch eine sehr spannende Technologie, die man im Auge behalten muss. Ich möchte ein bisschen genauer eingehen auf die Machine Learning Signale. Wie kommt man auf so ein Signal? Geht immer los damit, dass man die entsprechenden Datensets anbindet. Also beispielhaft habe ich viel aufgeführt. ICE-Daten, Marktdaten. Das könnte jetzt noch Reddit sein mit Sentiment, Nachhaltigkeit. Also was man eben als relevant ansieht, das sind die Input-Daten. Die kommen in die Modelle rein, werden ausgewertet und dann hat man als Output seine Signale, wenn man die richtigen Modelle gefunden hat. Und in der Kombination sind diese Signale dann eben eine Handelsstrategie. Ganz konkret in unserem Fonds, den wir auflegen werden, Anfang nächsten Jahres, kann man das in drei Schritte unterteilen. Also könnt ihr euch so vorstellen, im ersten Schritt werden alle investierbaren Aktien analysiert, nach ihrem Potenzial gerankt. Im zweiten Schritt wird dann entschieden, wie viele dieser Aktien möchte ich in meinem Portfolio haben. Möchte ich nur Long-Position haben oder möchte ich marktneutral aufgestellt sein? Und im dritten Schritt, ich würde sagen, das ist sogar der wichtigste, wird dann nochmal überprüft, dieses Zielportfolio, enthält das Klumpenrisiken, die ich nicht drin haben möchte? Das muss natürlich nochmal optimiert werden, das muss angepasst werden. Und dann habe ich mein fertiges Zielportfolio und das wird eben in unserem Investmentfonds umgesetzt. Gleiche Basis auch für unser Signal as a Service, nur ein bisschen simpler. Das wird dann einfach direkt an die professionellen Kunden geschickt. Und die können das einfach bei sich umsetzen, können verschiedenste Datenarten schicken. Man kann das per E-Mail schicken, man kann es per API schicken. Sehr simpel. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen spät in der Zeit, deswegen mache ich es mal ganz kurz. Das Jolly Ledger Zertifikat seit kurzem handelbar. Wer sich für Kryptowährungen und vielleicht alternative Zinsbausteine interessiert, sollte sich das mal anschauen. Sehr spannend, Blockchain-Technologie. Und all das wird natürlich verknüpft durch unseren Anspruch, State-of-the-Art-Solutions zu bieten. Da gehört Blockchain dazu und da gehört KI dazu.